Morgen. Guten Morgen. Der Pfaffinger ist da. Ich hab's ihm gesagt mit dem Rauchverbot, aber. Der Junior. Möchten Sie einen Kaffee, Herr Landrat? Na danke, ich bleib beim Amaretto. Auf den Vater. Ich wollte auch zur Beerdigung kommen, aber Friedhöfe und Krankenhäuser sind einfach in meinem Alter nichts mehr. Das passt schon. Wie kann ich dir helfen? Falsche Frage. Es muss heißen, wie kannst du dir helfen? Bis jetzt war bei dir alles easy going. Einflussreicher Vater, wohlwollende Parteikollegen, zufriedene Wähler. Der Freistaat hat mich beauftragt, neue Standorte für Flüchtlingsunterkünfte zu generieren. Hilfe für unsere Mitmenschen in Not. Und es ist doch jetzt keine Überraschung, dass es da früher oder später auch einmal euch trifft. Ich stehe kurz vor die Wahlen. Das ist ein politischer Super-GAU. Der Super-GAU ist, dass der Freistaat nicht mehr weiß, wo er die Flüchtlinge unterbringen soll. Wir haben keine Schulen, keine Turnhallen. Wo sollen die hin, hä? Das musst du entscheiden. Dafür bist du der Bürgermeister. Da ist der Antrag. Den reicht ihr bitte auf Eigeninitiative bei uns ein. Es müssen ja nicht viel sein, 50 für den Anfang. Das sind ja mehr wie 3% von Hinterfing, wenn mein Vater da wäre. Der ist aber nicht mehr da. Jetzt musst du eigene Allianzen bilden. Es wird Zeit, dass du eine politische Handschrift entwickelst. Ich hab eine Handschrift. Und was für eine? Wirst du schon noch sehen. Glaubst immer noch, dass du mit deinem überkandidelten Supermarkt da weiterkommst, oder? Mit noch einem Windpark.